Bei Sternzeit 48315,6 wurde die USS Voyager unserer Kontrolle entrissen und 70.000 Lichtjahre durch die Galaxie in den Delta-Quadranten transportiert. Von dort begannen wir unsere 70-jährige Heimreise ohne jegliche Hilfe der Sternenflotte. In zahlreichen Begegnungen haben wir viele gefährliche und gewalttätige Spezies kennengelernt. Da wir nur über eine begrenzte Crew ohne die Chance einer Verstärkung verfügten, beschlossen wir, ein Spezialteam einzurichten, um gefährlicheren Situationen zu begegnen. Tuvok, der Sicherheitschef der Voyager, sammelte eine Eliteeinheit um sich, die das Hazard-Team genannt wurde. Fenrich Monroe ist stellvertretender Kommandant dieses Teams. Ausgerüstet mit Seven of Nines experimenteller Anti-Borg-Waffe, dem Unendlichkeitsmodulator, hat sich das Hazard-Team in einer gefährlichen Mission in einen Borg-Kubus gebeamt. Sie wurden jedoch schnell überwältigt. Der U-Mod ist nun in den Händen der Borg. Monroe ist abgeschnitten von den anderen und versucht nun verzweifelt, das Team zu retten. Monroe an Tuvok. Ich bin vom Rest des Hazard-Teams abgeschnitten. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Mr. Monroe, wir haben die Lebenssignale Ihrer Mannschaftskameraden isoliert. Sie scheinen in der tertiären Energiemodulationskammer gefangen zu sein. Retten Sie sie um jeden Preis. Verstanden. Tertiäre was? So, und damit hallo und willkommen zu Fenrich, ich habe Ihre Missionsziele und die taktischen Informationen geladen. Informieren Sie sich jetzt, bevor Sie fortfahren. So, dann darf ich jetzt. Ja, und damit hallo und willkommen zu einem neuen kleinen alten Let's Play hier auf dem YouTube-Kanal von mir. Und wir spielen Star Trek Voyager Elite Force, ein ewig altes Spiel, was noch nicht mal 16:9 kann, so nur 4:3, was mir damals mega viel Spaß gemacht hat. Es war mein allererster Shooter. Wir spielen es hier gerade live im Stream auf Twitch. Und ja, wir müssen unser Team hier retten. Das heißt, wir sind hier gerade in einem Baukubus gelandet. Wir haben es ja gerade gehört. Und müssen mit unserem Team jetzt ja uns irgendwie wieder treffen, vereinen etc., damit wir gegen die Borg kämpfen können. So. Also, wir haben hier überall Alkoven. Der repariert den hier wohl gerade. Ich lasse die mal alle in Ruhe. Die passen sich nämlich den Waffen an. Und ich bin wieder zu nah dran gewesen. Sehr gut. So. Wir durchqueren jetzt einfach mal den Borg-Kubus ganz zielstrebig. Es sind... Ich muss mal wieder gucken, wie das war. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich musste ein bisschen die Steuerung alles anpassen. Es hat auch ewig gedauert, bis ich das Spiel zum Laufen bekommen habe. Weil mit Windows 10 und diesem Spiel, es funktioniert nicht wirklich. Es funktioniert nur semi-gut. Da musste ich ein bisschen tricksen dann, damit das Spiel überhaupt startet. Weil von der CD zum Beispiel, ich habe die Original-CD noch hier liegen, darum bin ich überhaupt erst drauf gekommen, das Spiel zu spielen. Ist nicht ganz so einfach. So, den habe ich platt gemacht. Das ist ein bisschen tricky, das Spiel ins Laufen zu kriegen. Aber es macht auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Spaß. So. Ich hoffe, das passt hier. Ja. So, da haben wir ihn schon. Den Monroe, U-Mod. Mein Retter. Schnappen Sie sich den U-Mod. Er liegt dort auf dem Tisch. So. Monroe, holen Sie ihn. Sehr gut. So, der Unendlichkeitsmodulator hat nämlich eine schöne Funktion. Die Borg können sich immer auf Waffenfeuer anpassen. Mit dem Unendlichkeitsmodulator geht das nicht mehr. Danke, mehr. Monroe. Lassen Sie uns gehen. Drum auch Unendlichkeitsmodulator. Mit jedem Schuss ändert er seine Frequenz. Und wir können letztlich dann uns hier frei bewegen und einfach alle Borg abknallen, die uns in die Quere kommen. So.
Taktische Info: Durch die Zerstörung der Borg-Verteilerknoten deaktiviert man grüne Energiefelder und alle Borg, die sich in der Nähe befinden. Die Borg passen sich schnell an die Standardwaffen der Sternenflotte an und entwickeln eine Panzerung, die von ihnen nicht durchdrungen werden kann. Verwickeln Sie sie nur in einen Kampf, wenn es absolut nötig ist. Der U-Mod wurde speziell entwickelt, um Borg-Schilde zu durchdringen. Es ist ihre beste Angriffswaffe gegen die Borg, da sie sich nicht anpassen können. So, den U-Mod haben wir zurückgeholt, jetzt müssen wir unsere Teammitglieder noch retten. So, ich knall die alle mal ab, weil die stampfen irgendwann aus ihren Alkoven raus. Danke, Monroe. Ich bringe Odell zurück zum Schiff. Alles klar, klingt gut. So. Ich will mich auch ein bisschen umgucken. Ich möchte nicht einfach nur blind durchrennen. Es gab nämlich auch hier ein paar Kleinigkeiten immer zu entdecken. Es gab hier noch keine Secrets oder sonst irgendwas. Das gab es hier alles gar nicht. Aber ab und an gab es mal versteckte Waffen. Beziehungsweise ich glaube insgesamt nur eine einzige versteckte Waffe, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist ewig her, das Spiel. Hinter Ihnen! So, man muss auch aufpassen, man kann nämlich sein eigenes Team töten. Das geht nämlich auch. Hey, ein blaues Kraftfeld. Ich kann keinen Verteilerknoten entdecken. Es muss hier eine besondere Energiequelle geben. Okay, Beastman. Ich mache mich auf die Suche. Wenn ich einen U-Mod hätte, würde ich mitkommen. Aber was sage ich? Ich bleibe besser hier und halte die Stellung. Okay, klingt einleuchtend. Hey, gut geschossen, Monroe. Na klar. So, den U-Mod nicht verschwenden. Hey, Monroe. Wenn Sie in 5 Minuten nicht zurück sind, werde ich Ihnen nicht folgen. Sehr gut. So, ich mag das übrigens immer, wenn man auf so... Hey, das Kraftfeld ist deaktiviert. Was zum... Monroe, kommen Sie zurück. Einige Borg haben sich hier reingebeamt und Sie... Ah! Beastman, ich komm dich retten. So, erstmal schnell den Beastman hier retten. Euch vernichten, das sind meine Absichten. So. Jetzt müssen wir den Beastman auch noch retten. Da sind die Borg, die ihn gerade entführt haben. So. Blaues Kraftfeld deaktiviert. Sehr, sehr gut. So, Kraftfeld hier noch deaktivieren. Und weiter geht's. Ach ja, da kommen echt Erinnerungen hoch. Vor allem, es lädt sehr viel schneller als auf meinem alten Rechner früher. So. An die Steuerung muss ich mich noch gewöhnen. Ich bin nicht sicher. Ich habe momentan das Benutzen auf die Taste F gelegt. Ich weiß... So, vielleicht ändere ich das noch auf E um. Ich weiß es nicht. So, wie man sieht, eine der mächtigsten Spezies und die haben gegen den Unendlichkeitsmodulator keine Chance. So, wir müssen immer diese Verteilerknoten hierhin zerstören, dass wir die grünen Kraftfelder deaktivieren. Und man kann auch so ein bisschen Inneneinrichtungen zerstören. Das geht auch. Es geht nicht alles, aber ein paar Sachen kann man dann doch hier beschädigen etc. Da bin ich gerade durch Zufall richtig gelaufen. So, Plasmafilter. Schießen wir auch mal kaputt. Ich wechsle übrigens immer auf den Phaser, weil ich keine Energie verschwenden möchte vom Unendlichkeitsmodulator. Und ich bin Monroe. Und ihr seid tot. So, ach, ist das ewig her. Muss ich echt sagen, ich habe das Spiel, war wie gesagt mein erster Shooter, den ich gespielt habe überhaupt. Ich bin getroffen worden. Die Borg haben die Mannschaft hier durch. Beamen Sie sich zurück, Chang. Sie haben hier alles in Ihrer Macht Stehende getan. Aye, Sir. Alles klar. So, er ist safe. Wie komme ich jetzt da wieder rüber? Ach ja, ich musste hier rauf. Oh, ist schon so lange her.
Ich bin gespannt, ob ich noch ein bisschen was zusammenkriege von den ganzen Sachen, was man machen muss, etc. Weiß ich nicht. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich habe dieses Spiel echt mega gern gehabt. Es war Es war auch eigentlich, das muss man dazu sagen, es war damals auch ein... es war ein Fehlkauf eigentlich. Weil ich hatte Star Trek Armada gespielt und ich dachte eigentlich... Bei diesem Spiel, dass es sich auch um ein Strategiespiel handelt. Und es war, es war leider kein Strategiespiel, es war ein Shooter. Und ich muss sagen, es hat doch sehr, sehr viel Spaß gemacht dann. Und wie man sieht, wir kämpfen uns hier ganz fleißig durch den Borg-Kubus durch. Wir kriegen noch jede Menge Energie, ist die erste Mission. Da ist es noch relativ einfach, auch viel Energie zu finden für Waffen etc. Es wird auf jeden Fall irgendwann noch schwieriger. So. Ja, das war jetzt nicht ganz so schlau. Ich habe nicht mehr auf die Waffe wechseln können. Leider. Spawnen die einfach hinter mir. So. Ich weiß nicht, warum, ich zerstöre das einfach immer gerne. Aufzugschalter, was ist das hier? Aufzugschalter, okay. Aufzug, hallo? Ach, ich war zu langsam. Okay, muss ein bisschen schnell sein. Der fährt nämlich nur einmal nach unten, dann nach oben, dann bleibt er nämlich oben hängen. Man kann übrigens auch, das geht auch. Mist, das wollte ich gar nicht. Jetzt wollte ich was Cooles zeigen. Aber das ist hier gar nicht. Man konnte nämlich auch die Borg mit diesen Dingen hier kaputt machen. Das ging auch mal. Dass die Borg es nicht lernen, vor allem. Ja, sie spawnen hier unglaublich viele Drohnen einfach. Muss ich hin? Ach, da hoch. So, spawnen hier einfach unglaublich viele Drohnen. Und... ja. Die lernen es einfach nicht, dass wir einfach momentan mit dem Unendlichkeitsmodulator unbesiegbar sind. Ein Glück, dass sie den nicht in ihre Finger gekriegt haben und nicht analysieren konnten. Wäre doof, wenn sich die Borg darauf anpassen würden. So. Monroe, Gott sei Dank. Bringen Sie uns hier raus. Monroe an Voyager. Ich habe das Hazard-Team lokalisiert. Sie sind hinter einer Art Kraftfeld gefangen. Verstanden, Fenrich. Sehen Sie, ob Sie die Kontrollkonsole für das Kraftfeld orten können. Okay. Okay, arme Sau. Ist leider schon assimiliert worden. Arme Sau. So. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir sie retten können jetzt, ja? Hey, seien Sie vorsichtig! Funktioniert nicht. Wir haben keine Zeit für so etwas. Nein, warten Sie nicht! Ich habe es Ihnen gesagt. Aber was sollte ich denn machen? Mr. Monroe, Ihr taktischer Ansatz war, vielleicht kann man sagen, taktlos. Okay, Hazard-Team, melden Sie sich zur Einsatzbesprechung. Prima gelaufen, Monroe. Tja. Nicht alles kann immer mit Muskeln und Feuerkraft gelöst werden. Sir, wenn ich... Wie hätte ich wissen können, dass die Schaltkonsole explodieren würde? Dieser Punkt ist nicht relevant, Mr. Monroe.
Eine gegebene Situation ist nicht immer so vorhersehbar, wie Sie sich das wünschen. Ihre leichtsinnige Entscheidung hat Ihren Tod und den Ihrer Mannschaftskameraden verursacht. Sie haben versagt. Wenn Sie den Standardverfahren des Hazard-Teams gefolgt wären, dann hätten Sie diese Simulation überlebt und Ihre Missionsziele erreichen können. Ja, Sir. Verfahren. Sprechen Sie, Fähnrich. Deck 4. Bei allem Respekt, Sir, ich denke nicht, dass das Verfahren etwas ausgemacht hätte. Es gab nicht die geringste Möglichkeit, Sie zu retten. Eines Tages, Mr. Monroe, werden Sie auf das Unmögliche stoßen. Betrachten Sie dies als Ihren persönlichen Kobayashi Maru. Alarmstufe Rot! Alle Mann auf Gefechtsstation! Computer, leiten Sie den Turbolift zur Brücke um. Oh oh. Die Krise. Status. Captain, wir haben Berichte über sekundäre EPS-Leitungen auf den Decks 8 und 9, die auseinanderbrechen. Warp-Antrieb funktioniert nicht. Nicht gut. Was ist passiert? Wir haben auf das Notsignal eines gestrandeten Schiffes reagiert und es hat das Feuer eröffnet. Frechheit. Tuvok, Sie antworten nicht auf Rufe. Zielen Sie auf Ihre Waffensysteme und machen Sie sie kampfunfähig. Phaser feuern. Direkter Treffer. Die Phaser hatten keinen erkennbaren Treffer. Die Schilde Achtern sind ausgefallen, Captain. Hilfsenergie wird zu den Schilden umgeleitet. Captain, ich erhalte Bericht über umfassende Schäden auf den Decks 9 und 10. Wir werden einen weiteren Treffer nicht überleben. Photonentorpedos, volle Streuung. Torpedos unterwegs. Oh oh. Ist jemand verletzt? Ich habe keine Schäden davongetragen. Was ist da passiert? Captain, wir scheinen irgendwie aus dem normalen Raum gerissen worden zu sein. Ich glaube, wir wurden durch eine Art isodimensionale Spalte gesogen. Wo sind wir? Anscheinend hier, Captain. Die Sensoren und die meisten primären Systeme der Voyager sind außer Betrieb. Bis die Reparaturen abgeschlossen wurden, wird es möglicherweise schwierig sein, festzustellen, wo hier ist. Thank you.
Computerlogbuch der Voyager, Captain Janeway, Sternzeit 53854,7. Die Voyager wurde von einer unbekannten Streitmacht angegriffen und zu einer Art Raumschifffriedhof gebracht, dessen Lage uns unbekannt ist. Das Schiff ist schwer beschädigt. Kommunikation, Antrieb und weitere Systeme funktionieren nicht. Bis zum Abschluss der Reparaturen sind wir hilflos. Wir können nichts tun. Bringen wir dieses Schiff wieder in Schuss, Chakotay. Aktivieren Sie die Schadenskontrolle, Harry. Finden Sie so viel wie möglich über diese anderen Schiffe heraus und stellen Sie fest, wo genau wir eigentlich sind. Aye, Captain. Oh-oh. Captain, im Maschinenraum ist ein Eindämmungsleck aufgetreten. Wenn wir es nicht schnell genug versiegeln können, wird der Warpkern brechen. Fenrich Monroe, Sie tragen einen Schutzanzug. Gehen Sie runter in den Maschinenraum und helfen Sie Belana, das Leck zu schließen. Okay, so. Warpkernbruch steht bevor, das heißt, wir müssen ein bisschen was tun. Tuvok? Captain, wir treiben. Wir machen keinen Small. Ich versuche, mit den Manövriertriebwerken auszugleichen. Mhm. Sehr gut. Die Steuerung ich bekomme des von den Sensoren kaum Informationen nicht über diese herrenlosen Schiffe, Captain. Versuchen Sie es weiter, Fenrich, und sehen Sie nach, ob die Kommunikation wiederhergestellt ist. Stimmt, die reden ja ab und an noch ein bisschen. Ich muss ihn bloß sputen, weil ich glaube, irgendwann werde ich in die Arrestzelle gebracht. Fenrich Monroe? Ich denke, der Captain hat Ihnen befohlen, in den Maschinenraum zu gehen. Ja. Die Steuerung des Turbolifts funktioniert nicht. Initiiere mündliche Steuerung Captain, mit dem manuellen Interface. Captain, ich habe einige Daten über eines der näher gelegenen Schiffe erhalten. Ich registriere keine Lebenszeichen. Scannen Sie nach Energiequellen. Vielleicht können Sie zwischen den Trümmern ein Kontrollschiff orten. Okay. Die sind voll und ganz dabei. Maschinenraum. So. Ach, der Shooter nämlich an Dark Forces, der 3D-Shooter in Doom-Style, nur halt Star Wars. Habe ich nie gespielt tatsächlich. Was erwartest du? Ein Kubus hat 1.290.000 Drohnen an Bord. Hier ist der Schadenskontrollbericht über Fortschritte an der Achterseite des Decks. Gut, wer kümmert sich da unten um die Datenübertragung? Showers und Shells, Sir. Gut, und Renner kümmert sich um die Jeffreys-Röhren. Hey, können Sie nicht sehen, dass ich arbeite? Entschuldigen Sie. Ja. So, ist übrigens sehr schön. Man kann wirklich hier mit den Leuten auch dann zumindest versuchen zu reden. Was haben wir hier? Deck 9, Central Overview Port, Turbolift Operational, Turbolift Non-Operational. Der einzige Turbolift, der geht, ist der da hinten. Alle anderen sind kaputt. Das ist sehr gut. Konnte man hier irgendwo rein? Ich glaube nicht, ne? Nee, hier konnte man nirgendwo rein. Wie gesagt, es gab in dem Spiel zu der Zeit, gab es auch noch keine Easter Eggs. Im zweiten Teil ist das anders. Was ist das hier? Irgendein Pad. Okay. Da gab es dann so Easter Eggs, so Schiffe und alles, die man finden konnte. Ich muss aber dazu sagen, ich möchte den zweiten Teil auch noch machen, aber der zweite Teil hat mir insgesamt nie so gut gefallen wie der erste Teil. Garen, könnten Sie mir bei diesem Plasma-Relais zur Hand gehen? Hey! Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Quatschen. Hey! Können Sie nicht sehen, dass ich arbeite?